einer alten Zeit ging ein einsamer Jäger auf die Jagd nach einem Hirsch. Er folgte einer Spur, zog weiter in den Wald, immer weiter vom Lager weg, wurde müde, verfolgte die Spur des Hirsches und legte sich dann doch an einen Baum schlafen. In einem Traum kam ein Specht und erzählte ihm: »Du Jäger, ich habe etwas für dich.« Der Specht sprang auf dem hohlen Ast, der über ihn wuchs, hackte Löcher und der Wind blies vorne an der Kante vorbei. So eine Melodie gab es vorher den Menschen noch nicht. Der Jäger staunte: »Oh, diesen Ast breche ich ab, den nehme ich mit«, ging damit nach Hause und erzählte den Leuten, was für ein schönes Stück Stock er hat. Er versuchte darauf zu spielen, aber wie die Menschen sind, eingebildet, hochnäsig, der Stock spielte nicht. Also ging der Jäger nochmal zu diesem Baum und bat den Specht. Der Specht sagte: »Ich werde dir noch eine Chance geben. Ich werde dir nochmal erzählen, wie dieser Stock spielt.« Und er hörte diesmal genau zu. Dieser Specht verwandelte sich in einen Spechtmann und er zeigte ihm ganz genau, wie man eine Flöte baut. Stolz ging der Mann damit nach Hause, spielte im Lager und ein sehr, sehr schönes Mädchen gesellte sich zu ihm. Sie hörte die Melodie, ihre Füße mussten schnell und leichtfüßig dieser Melodie folgen. Sie kam aus dem Zelt, ging zu ihm hin und sie wurden ein Paar.